So, da sind wir schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich wir müssen die I.O.-Umschläge einsammeln. Zwei Stück haben wir schon eingesammelt, hatte ich ja schon im letzten Video dann erklärt. Ihr müsst das nicht in einer Runde machen, drei Umschläge sammeln, sondern ihr könnt euch Zeit lassen, nehmt sie so, wie sie euch auf die Route passen. Und in dem Sinne holen wir uns jetzt den dritten Umschlag, mal gucken, ob es dann noch weitergeht. Aber wie gesagt, das Ganze ist ja auf der Map markiert. Es sind mehr Umschläge, als hier markiert sind. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt immer, dass ihr ungefähr wisst, wo ihr landen sollt. Jetzt muss ich gerade selber gucken, weil natürlich überall sind Gegner. Und wir wissen ja, das Bauen hat das Ganze doch ein wenig erleichtert, aber ohne Metz, ohne alles, wird es doch ein bisschen schwieriger an sich. So, wir springen direkt durch. Gucken mal, dass wir hier irgendwas finden. Ah, da fährt schon einer mit dem Panzer. Dankeschön. Ah, hinter mir. Deshalb, ihr seht das an dem. Na, klasse. Gut, das hat geklappt, aber der wird natürlich mit dem Panzer da austicken. Aber wir gehen einfach zu dem Ausrufezeichen. Hä? Ah, hier ist es. Einfach interagieren. Und zack, habt ihr die Aufgabe abgeschlossen. Davon sind halt drei Stück hier versteckt. Warte, wo ist er? Den Kill will ich jetzt noch haben. Lol, das ist eine IO-Wache. Okay, wieder was gelernt. Ich glaube, das hier geht in die Hose. Aber ich wollte euch nur zeigen, genau so macht man die Aufgabe. Einfach ein Pickaxe-Kill, scheiß drauf. So, schnell durchziehen. Ich muss weg. Hallo, ich habe Angst. Aber wie gesagt, ich wollte euch nur schnell die Aufgabe zeigen. Wenn ihr mir noch weiterhelfen wollt, gern Like da lassen, gern Abo da lassen. Und in dem Sinne sind wir erstmal hier fertig. Wir gehen dann direkt gleich zur nächsten Aufgabe. Ich muss hier erstmal flüchten, damit das Video nicht zu lange wird für euch. Und in dem Sinne erstmal danke für den ganzen Support und haut rein.